Unsere Ernährung hat sich in den letzten 30 Jahren folgendermaßen verändert. Von 1982 bis 2012. Der Fleischkonsum sank um 10%, weil wir uns fettarm ernähren sollten. Obst- und Gemüsekonsum blieben exakt gleich. Und schließlich industriell verarbeitete Nahrungsmittel und Süßigkeiten. Von 11,6 auf 22,9%. Eine Verdopplung in einem Zeitraum von nur 30 Jahren. Da ist unser Essensgeld versickert. Wir haben es laufen lassen und sind immer kränker geworden. Prozent aller abgepackten Nahrungsmittel im Supermarkt enthalten Zuckerzusätze. Salatsoße, Barbecue-Soße, Tomatensoße, Hamburgerbrötchen, Hamburgerfleisch, alles. Und dann gibt es 56 Bezeichnungen für Zucker. Saccharose, Streuzucker, Rohrzucker, Rübenzucker, Fructose, Glukosesirup, Agavendicksaft, Ahornsirup, Honig. So kann die Lebensmittelindustrie ganz offen all den Zucker in allen nur denkbaren Lebensmitteln verstecken, weil keiner weiß, was sich dahinter verbirgt. Unterm Strich ist das alles das Gleiche. Kalorie für Kalorie, Gramm für Gramm. Alle Zuckersorten überlasten unsere Leber und bewirken Leberfettansammlungen, wenn wir zu viel davon zu uns nehmen. Es geht ums Übermaß, nicht um das sogenannte in Maßen. Was bedeutet in Maßen? 6 bis 9 Teelöffel am Tag. Das bedeutet in Maßen. Laut Aussage der American Heart Association. Die Weltgesundheitsorganisation spricht von maximal 12 Teelöffeln am Tag. In Europa konsumiert man aber durchschnittlich 17 Teelöffel Zuckerzusatz am Tag. Und in den USA sind es 19,5 Teelöffel Zucker am Tag. Fazit: Wir nehmen zu viel Zucker zu uns. Und das verursacht chronische Stoffwechselkrankheiten.